Ostern und es gibt ein mexikanisches leckeres Partygericht, nämlich Bohnenmus mit Guacamole und selbstgemachten Nachos. Let's go! Was ganz viele von euch mit Sicherheit kennen, ist, wenn ihr einfach Nachos in den Ofen macht und sie mit Käse überbackt. Und dann gibt es natürlich noch die Variante, wo man einfach so ein bisschen Hackfleisch oder Bohnen oder sowas drüber macht. Das ist, finde ich, ein bisschen authentischer, was wir hier heute machen. Ich war ja gerade in Mexiko und die Sue, die war auch gerade in Amerika und in Mexiko und hat uns großartige Tortillas mitgebracht, mit denen wir heute auch unsere eigenen Nachos machen werden. Weil dort ist es so, dass die Nachos nicht so sehr gewürzt sind mit einer Gewürzmischung, sondern die sind relativ plain. Hier ist das Fett drin. Das werden wir jetzt mal schön erhitzen und dann geht's ans Frittieren erst einmal. Spielen wir dann auch so mexikanische Musik ein? Oh, ich hoffe doch. Oh mein Gott, als ich in Mexiko war, habe ich in Oaxaca eine mexikanische Hochzeit mitbekommen. Und die feiern Leute. Also da dachte ich, so hätte ich meine Hochzeit auch gerne gefeiert. Ne? Da waren so richtig Menschen auf Stelzen. Und das eine war ein Bräutigam und das andere war eine Braut. Und die sind dann die ganze Zeit immer so im Kreis. Und dann haben sie alle so ein Schnapsglas um den Hals gehabt und da war immer Mezcal drin. Also, feiern können die Mexikaner. Wir haben hier unsere Tortillas. Die werden wir jetzt in mundgerechte Nacho-Stücke schneiden. Wir prüfen jetzt einmal, ob unser Fett schon heiß ist. Und das machen wir eigentlich mit einem kleineren Holzstab. Ich nehme jetzt einfach den hier. Wenn sich drumherum Bläschen bilden, dann ist es heiß genug. Und dann können wir anfangen zu frittieren. It's so damn hot. Wir können loslegen. Ach, großartig. So, leicht goldbraun soll es sein. Wenn ihr einen etwas fettarmeren Snack haben wollt, könnt ihr natürlich auch die Nachos ersetzen durch Gemüsesticks. Durchaus möglich und auch sehr, 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 sehr schmackhaft. Ich komme ein bisschen dämlich vor, dass ich immer da so... so ein bisschen gute Zeiten, schlechte Zeiten. Ich sehe in dein Herz. So, kam mir das gerade ein bisschen vor. So, wir werden unsere Nachos noch ein wenig salzen. Ein bisschen, bisschen, bisschen. Das Ganze kann jetzt schön abtropfen hier. Und jetzt kümmern wir uns um unser Bohnenpüree. Und dafür schnappen wir uns Zwiebeln. Und Knoblauch. Und das werden wir jetzt erstmal schön fein hacken. Boah, der Biomüll stinkt. Im nächsten Schritt geben wir ein bisschen Öl in unsere Pfanne und rösten erstmal schön unseren Knoblauch und unsere Zwiebeln an. Oh, lecker, oh, lecker. Mhm. Nun kommen die Bohnen dazu. Das Ganze wird jetzt gesalzen. Sue hat sich heute hier was gewünscht und zwar, dass ich ein bisschen euch zeige, was ich im Spanischen so gelernt habe, als ich jetzt in Mexiko war. Wir machen heute Frijoles Frijites. Frijoles y fritos. Okay, es ist auf jeden Fall gar nicht so einfach auszusprechen, wenn man nicht so gut Spanisch kann. Aber das gibt es auf jeden Fall hier heute und es ist bestimmt ganz toll köstlich. Mmh, genug Salz, ja. Unsere Bohnen werden jetzt ein wenig abkühlen, damit wir sie gleich in unserer Küchenmaschine verarbeiten können. Und in der Zwischenzeit werden wir uns an eine Guacamole machen. Und zwar nicht irgendeine, sondern die Guacamole. Und zwar die Guacamole, die auch in meiner Glücklichküche zu finden ist. Ich habe hier ein Rezept mit euch schon geteilt, was ich jetzt aber auch hier bei Janina & Food nochmal nachmachen werde. Und zwar ist das die Dip-Dip-Hurra-Seite. Zum einen mit dem Curry-Bananen-Dip meiner Mutter. Dann haben wir hier noch eine Mandarinen-Kerbel-Aioli und die Guacamole mit Pistazien und Granatapfel. Nun habe ich mich mal ein wenig belesen. Ich weiß nicht, ob ihr das zu Hause auch macht. Ich nehme ganz oft den Kern und lege den in meine Guacamole rein, damit meine Guacamole nicht oxidiert, nicht braun wird. Da ist das gleiche Enzym drin in diesem Kern wie in einer Zitrone. Also wenn ihr keine Zitrone zur Hand habt oder eure Guacamole auch gar nicht so sauer machen wollt oder wie auch immer, benutzt den Kern. Es funktioniert ganz genauso. Eine Gabel schnappen wir uns jetzt, dann geben wir unsere Zwiebeln rein, unseren Knoblauch rein, wir salzen das Ganze schön, ein bisschen Chili rein, ein bisschen Pfeffer, Limettensaft und vermengen das Ganze miteinander.
geben wir noch einen Schuss Olivenöl dazu. Und für die Deko werden wir jetzt noch ein wenig Koriander hacken. Und das kommt dann einfach schön oben drüber. Übrigens, was mich mal interessieren würde, gibt es bei euch irgendein Gericht, was ihr komplett mit Ostern verbindet? Ist es irgendwas, was ihr immer bei den Großeltern zu Hause esst oder was es bei euch in der Familie irgendwie gibt? Schreibt das gerne mal unten in die Kommentare. Woran ich mich immer erinnern kann, ist, beim Bäcker gab es immer diese süßen Häschen und ansonsten nicht so wirklich. Aber vielleicht ist bei euch ja anders. Alrighty, es geht weiter. Wir werden jetzt unsere Bohnen pürieren. Ich habe mir zusätzlich noch ein wenig von dem Bohnenwasser aufbewahrt, weil wir wollen ja eine schöne, sämige, cremige Masse, auch nicht zu flüssig. Und deswegen müssen wir jetzt einfach nach und nach Wasser dazu geben, um zu gucken, wann wir die richtige Konsistenz erreicht haben. Oh, es ist lecker. Pistazien. Granatapfel. Unsere Chips. Last but not least. Bisschen Koriander. That's it. Mm. Oh, es ist so gut. Schnappt euch ein. Ja. Probiert. Mm, mm, mm. Leute, mega geil. Ich glaube auch, dass ihr damit eure Leute zu Hause echt überrascht. Es hat total dieses mexikanische Feeling. Und wir müssen jetzt hier Stopp machen, weil Flo und Jan schon so hinter den Kameras sind. Macht es nach. Überrascht eure Freunde, überrascht eure Familie. Und damit sagen wir Tschüss. Macht's gut.